Hallo zusammen. Heute soll es um eine relativ günstige Taschenlampe gehen, und zwar die Convoy S3. Ich war auf der Suche nach einem Geschenk für jemanden, der sich mit Taschenlampen nicht groß auskennt und entsprechend weder Akku noch Ladegerät hat und auch keine Taschenlampe haben wollte, die 5, 6, 7 oder 8 Modi hat. Ich denke, das Ganze dürfte aber auch für den einen oder anderen von euch ganz interessant sein, der in das Thema Taschenlampen einsteigen möchte und Akku, Ladegerät und eine günstige Taschenlampe sucht. Um das Ganze vorwegzunehmen, es geht um die Convoy S3 mit 1000 Lumen und in der Version mit 4500 Kelvin, also einem sehr warmen Licht. Ich habe für die Lampe mit Versand und Trackingnummer 14,46 Euro gezahlt. Das ist ein extrem guter Preis für diese Lampe. Der Versand hat knapp 2 Wochen gebraucht. Ich weiß es gar nicht, ob es aus China oder sonst wo kam. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Was ein bisschen schade ist, ist, dass der Karton ein bisschen sehr geknickt und ramponiert ist. Der Lampe macht es vermutlich nichts, also die steckt es weg. Beim Geschenk ist es natürlich blöd, wenn der Karton jetzt zerknickt ist, da muss ich mir noch was überlegen. Draußen haben wir die Seriennummer stehen oder die Modellnummer, haben die Information, dass es die S3 ist und dann ein Datum und ein Barcode. Das war es dann mehr oder weniger. Innen drin ist es genauso spartanisch. Also ich habe hier so ein bisschen Luftpolsterfolie, die extrem billig wirkt. Irgendwie so ein bisschen fast schon eklig benutzt. Oder irgendwie, als ob die 10 Jahre alt wäre, fühlt die sich an. Aber ich vermute, es ist einfach nur eine ganz billige Luftpolsterfolie. Aber ist ja alles egal. Das ist die Taschenlampe. Kommt mit dem Lanyard dran. Ich habe sie in der titangrauen Version genommen. Es gibt auch noch eine schwarze Version. Und das Schöne ist, selbst wenn die Verpackung und die Folie sehr billig ist und sie auch im Handbuch gespart haben, also da ist auch gar kein Handbuch dabei, wo sie zum Glück nicht gespart haben, ist bei der Taschenlampe. Also da hat der Dennis nicht übertrieben, die Taschenlampe macht einen für den Preis sehr guten Eindruck. Also sie kann natürlich nicht mit so einer Custom-Lampe mithalten. Das ist aber auch gar nicht der Anspruch, den man dann hat. Also wenn man da jetzt für 14,60 Euro oder 46 waren es genau, eine Taschenlampe holt, dann erwartet man auch nicht, dass man da eine 100-Euro-Lampe kriegt. Was man hier kriegt, ist eine Lampe, die, wenn ich die hier im Laden sehen würde, würde ich denken, dass sie vielleicht so 30, 40, vielleicht sogar 50 Euro kosten dürfte. Von daher ist es mit den 14 Euro ein echter Schnapper, sozusagen. Ja. Das Schöne ist, sie haben hier mitgedacht, also mit der Lanyard-Öffnung, die ist an der Seite, also man hat 2 Stück. Das heißt, ich kann das Lanyard hier in der Mitte durchfriemeln, womit sie weiterhin tailstandfähig ist. Also sie kippt dann auch nicht gleich um. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass das Lanyard nicht so angebracht kam, sondern, na, jetzt kriege ich es gar nicht mehr ab. Sie hatten es halt von Werk an oben durchgezogen. Ja. Also sie hatten es halt hier durchgemacht, sodass sie nicht mehr tailstandfähig wäre. Also ich friemel das jetzt nicht durch. Ihr seht schon, ich stelle mich da gerade ein bisschen arg dämlich an. Weiß nicht, warum sie das gemacht haben, aber ist im Prinzip auch völlig egal. Man hat das ja sofort umgestellt. Von daher passt das. Ich lasse das jetzt auch mal ab. Was mich ein bisschen verwundert, ist, dass man die Lampe sowohl hier vorne als auch hinten abschrauben kann. Da sehe ich jetzt nicht wirklich einen Sinn drin, aber okay, warum nicht? Vielleicht haben sie vor, die Lampe nochmal in anderen Versionen rauszubringen für einen 18350er Akku oder so. Und dann würden sie gerade das Mittelstück ändern. Aber ich meine, was soll's? Es ist ja nicht wirklich von Nachteil. Außer, dass man halt vielleicht noch eine Dichtung mehr hat und die dann irgendwann nicht mehr wasserdicht sein könnte. Und Ersatzgummidichtungen liegen leider nicht bei der Lampe. Das ist so einer der kleinen Kritikpunkte, die ich habe. Ich meine, klar, kostet natürlich nur 14,40 Euro. Da kann man jetzt nicht wirklich viel Zubehör erwarten. Dass die bei der Verpackung gespart haben, finde ich gut. Ich meine, bei so einer billigen Lampe, das ist kein Ausstellungsstück, da schmeißt man die Verpackung eh weg, also was soll's. Aber wenn so ein Dichtungsring irgendwann mal kaputt sein sollte und es reicht ja, wenn er sich einmal verklemmt, dann kann man vermutlich schon die ganze Lampe wegschmeißen oder stundenlang im Internet recherchieren, wo man zufällig dieses Gummi herbekommt in genau dieser Größe. Von daher, das wären 2 Cent gewesen, allerhöchstens in der Produktion, die das mehr gekostet hätte, es beizulegen. Das hätten sie ruhig machen können.
Ja, aber ich habe ja gesagt, ich stelle euch ein Gesamtpaket vor. Zusätzlich zu der Lampe habe ich hier noch einen Akku gekauft, und zwar von der Firma Keep Power mit 2900 mAh. Ich weiß, es gibt auch welche mit 3500 und irgendwelche Hersteller schreiben vielleicht auch 5000 oder 6000 mAh drauf. Das ist Schwachsinn. Und ich habe mir halt gedacht, was soll es, 2900 oder 3300, das gibt sich nichts mehr im Endeffekt. Vor allem die Werte stimmen ja eh nicht so ganz. Und wenn 5000 draufstehen, sind vermutlich auch nur 3000 drin. Und jetzt sind hier vielleicht 2500 drin. Und bei der 3500 sind vielleicht 3000 drin. Und das, ja, das reicht mir, denke ich, erstmal. Für den Akku habe ich jetzt gezahlt 8,75 Euro waren es, glaube ich. Ich gucke mal nach. Ja, 8,75 Euro, also auch völlig in Ordnung. Ich glaube, der mit 3500 mAh hätte, glaube ich, 15 Euro gekostet. Also nicht ganz das Doppelte, aber schon fast. Dafür, dass man dann irgendwie wahrscheinlich nur 10% mehr Leistung hatte, das war es dann auch nicht wert unbedingt. Ich tue den mal rein. Ich mache das erstmal teilweise zu. Und dann zeige ich euch mal hier hinten den Schalter. Also die Federn sind vergoldet. Das ist schon mal ganz gut gemacht. Der nächste Punkt, der mir ganz gut gefällt, sind die Gewinde. Die sind zwar nicht hervorragend, aber auch alles andere als schlecht. Also hier hat man jetzt auch einen gewissen Widerstand. Das knarzt ganz leicht, aber läuft insgesamt doch ausreichend rund. Also das, da kann man nichts sagen. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Kopf. Wirkt auch jetzt nicht irgendwie billig auf den ersten Eindruck her. Hier vorne haben wir vermutlich eine Glaslinse, also es fühlt sich auf jeden Fall nach Glas an. Und hier haben wir noch so einen grünen Ring, der nachleuchtet. Und das finde ich mal eine extrem gute Idee. Weil wenn man jetzt zum Beispiel zelten ist, man macht die Taschenlampe an, legt sie weg, dann leuchtet er nach und man findet die Taschenlampe sofort wieder. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange das nachleuchtet, aber selbst wenn es jetzt nur eine Stunde oder zwei Stunden nachleuchten sollte, dann reicht das ja in der Regel. Also wenn man die Lampe ausgemacht hat, findet man sie schnell wieder und weiß auch immer sofort, wo der Kopf ist und weiß dann entsprechend, man muss sie andersrum anfassen, um den Schalter zu erwischen. Also das gefällt mir schon sehr gut. Hier vorne haben wir auch nochmal so einen Edelstahlring, der die Lampe ein bisschen schützen sollte, wenn sie runterfällt. Zumindest denke ich, dass das Edelstahl ist, fühlt sich so an. Und auch hier, das Gewinde ist völlig in Ordnung. Es fühlt sich jetzt nicht bei einer 500 Euro Custom-Lampe an, muss es aber auch nicht. Aber wie gesagt, die Lampe kostet 14,40 Euro. Was will man da erwarten? Und für den Preis ist das absolut top. Die Lampe hat, ich habe sie umprogrammiert auf das Programm mit den 3 Modi. Man muss halb durchdrücken, dann wechselt sie von dunkel, mittel, hell, dunkel, mittel, hell. Dann geht sie aus. Und das Schöne ist, wenn ich das hier hinten ein bisschen drehe, also so eine Viertelumdrehung reicht schon, dann geht sie nicht mehr an. Das heißt, wenn ich die im Koffer im Urlaub mittransportiere, dann drehe ich das hier einfach hinten auf. Also ihr seht schon, da reicht eine kleine Umdrehung. Dann drehe ich das auf und dann kann es nicht von selbst angehen. Davon abgesehen ist es ja eh nach unten versetzt. Also das wird nicht so leicht passieren, dass die von selbst angeht. Aber zur Not hätte man auch hier noch diesen, in Anführungszeichen, Schutzmechanismus. Finde ich auch sehr gut. Ich weiß nicht, ob das geplant ist oder rein zufällig einfach nur passiert, aber es gefällt mir. Der Schalter hinten fühlt sich okay an. Er hat, also ich finde, man muss ein bisschen zu stark drücken. Was ich ein bisschen schade fand, war, dass kein Handbuch dabei liegt, weil man kann die Lampe, wie ich schon sagte, umprogrammieren. Hat dann zwei Programme, einmal mit Low, Medium, High und einmal Low, Medium, High und SOS und Strobe. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Man macht sie an, geht in das dunkle Programm, wartet, bis sie flackert. Jetzt drücke ich den Schalter hinten durch, also halb durch. Warte kurz, mach sie aus. Und jetzt sollte ich in einem anderen Programm sein. Ja, hat nicht geklappt. Probiere ich nochmal. Jetzt haben wir hier diesen SOS-Modus. Dunkel, Mittel, Hell, Strobe und SOS.
Das ist natürlich für einen Einsteiger jetzt nichts unbedingt. Von daher fand ich das ganz schön, dass man die halt umprogrammieren kann und eine einfache Lampe hat, die da einfach nur dunkel, mittel und hell hat. Ja. Ihr seht schon, so ganz klappt es nicht immer. Und es ist natürlich auch schade, dass da kein Handbuch beiliegt, wo dann wirklich genau beschrieben wird, wie das funktioniert. Also ich habe da im Forum ein bisschen rumgesucht und dann findet man so ein paar Halbanleitungen. Da steht dann einfach nur noch, man soll im dunklen Modus gehen, warten, bis sie einmal flackert und dann irgendwie ein paar Sekunden drücken. Aber keiner sagt einem, wie lange genau und wie lange es man dann auslassen muss und so weiter und so fort. Von daher finde ich, es hätte es nicht geschadet, wenn sie noch ein kleines Handbuch beigelegt hätten. Gerade irgendwie eine Viertelseite mit den verschiedenen Modi, wie man da umswitcht. Naja, gut, da haben sie vielleicht an der falschen Stelle gespart und mit den Gummidichtungen, die hätten sie auch noch beilegen können, hätten sie vielleicht 15 Euro verlangen sollen und alles wäre gut gewesen. Aber auch so, im Grunde passt das ja. Die Lampe hat jetzt 1000 Lumen im hellsten Modus, in dem mittleren sind es 400 und in dem dunklen sind es 50. Finde ich sehr angenehm, also 50 Lumen ist für einen Moonlight schon wieder zu hell. Also wenn man jetzt nur kurz auf die Uhr gucken möchte oder bei einer Karte lesen möchte, aber es reicht halt eben doch, um so den Weg direkt vor sich zu leuchten. Also wenn man jetzt eine lange Nachtwanderung macht, dann nimmt man einfach die 50 Lumen und kann dann zumindest so 1, 2, 3, 4 Meter vor sich ausleuchten und sieht dann, wo man hinläuft. Das passt schon. 400 Lumen ist eigentlich ausreichend für so Sachen im Haushalt, wenn man jetzt im Keller mal was sucht oder so. Und 1000 Lumen ist dann halt ja, für den Notfall oder wenn man irgendwie ein Foto machen möchte und ein bisschen mehr Licht braucht. Sie wird auch relativ warm, nicht komplett heiß. Also den Kopf kann man dann nicht mehr anfassen, aber hier kann man sie noch anfassen. Die Wärme verteilt sich relativ linear nach unten. Also hier vorne ist es wirklich knalleheiß und dann lässt langsam ein bisschen nach, aber man merkt auch hier hinten noch ein bisschen was von der Temperatur. Also mehr als 2-3 Minuten würde ich sie nicht bei den 1000 Lumen laufen lassen. Ist allerdings deutlich angenehmer als meine Henko hier. Die wird mit 1000 Lumen deutlich heißer. Also die kann man schon nach einer Minute quasi nicht mehr anfassen. Allerdings muss ich dazu auch sagen, also ich habe die beiden Lampen gestern verglichen mit den 1000 Lumen. Hier wärmen sie definitiv nicht mit 1000 Lumen, sondern ich habe von zwei Forenmitgliedern, die die Lampe haben und die das gemessen haben, herausgefunden. Der eine hat, ich glaube, 970 Lumen gemessen, der andere hat 1040 Lumen gemessen. Also so im Schnitt, sage ich mal, 1000 Lumen hat sie. Und die hier wird mit 1000 Lumen beworben. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das hinkommt. Sie kommt mir eher so wie 700 Lumen vor. Mal schauen, vielleicht finde ich heute Abend noch ein paar Minuten Zeit, euch da zwei Vergleichsfotos zu machen. Also ich habe die Lampe einfach an die Decke gehalten, habe die Decke angeleuchtet und geschaut, wie sehr sie indirekt den Raum ausleuchtet. Und da war die halt ein ganzes Stückchen heller. Würde auch erklären, warum die heißer wird. Vermutlich hat die dann einfach 1000 Lumen und die dann einfach vielleicht 700. Und dementsprechend wird sie zwar warm oder auch sehr warm, aber halt nicht wirklich so heiß, dass man sie nicht mehr anfassen könnte. Mal gucken, vielleicht mache ich heute Abend noch ein Vergleichsfoto, dass ihr das sehen könnt. Ich habe ja gesagt, ich stelle euch das gesamte Paket vor. Dazu gehört natürlich auch ein Ladegerät und da habe ich hier von Xtar das MC1 genommen. Es lädt diverse Akkutypen. Mal gucken, ob das hinten irgendwo draufsteht. Ja. Interessant für mich waren jetzt die 16340er, die 18350er und die 18650er. Ich habe es, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Hier ist ein 18650er Akku drin. Der würde dann halt noch die anderen aufladen. Also ich glaube, 14500 ist hier das Pendant zum Doppel-A. Und diese ganz großen Akkutypen würde ich damit auch nicht aufladen wollen. Also das Ladegerät lädt mit 500 mA auf. Und wenn ich da jetzt irgendwie so ein 26650er rein tue, dann lädt er wahrscheinlich 10 Stunden oder wenn überhaupt. Vielleicht braucht er sogar einen ganzen Tag. Ich weiß es nicht. So große Akkutypen, also diese ganzen 22er, 25er, 26er habe ich noch nicht gehabt. 17650er hatte ich gehabt. Wo war das? Steht da hier überhaupt drauf? 17670. War vielleicht sogar der. Müsste ich lügen, weiß ich nicht. Den habe ich damit mal geladen. Das dauert dann schon relativ lange. In der Regel in meiner Henko ist ein 18350er drin. Der ist dann relativ schnell aufgeladen. Also ich kann euch jetzt keine Stundenzahlen nennen. Ich steck's halt morgens ans Ladegerät
Und nach ein paar Stunden gucke ich nach und jetzt ist es immer voll. Kann sein, dass es in 2 Stunden voll ist, kann sein, dass es 3 Stunden braucht, vielleicht auch nur 1 Stunde. Beim 18650er wird es mit Sicherheit ein bisschen länger dauern. Also vermutlich dauert es schon ein paar Stunden. Aber wenn man weiß, dass man abends weggeht, lädt man es halt morgens auf und die Sache ist gegessen. Da es ein Geschenk ist, öffne ich das jetzt nicht. Aber ich habe das Ladegerät selbst für mich mehrfach gekauft. Also ich habe selbst 2 Stück davon, weil ich die so praktisch finde, gerade im Urlaub und so weiter und so fort, oder wenn man Wochenende lang weg ist. Klemmt einfach den Akku rein. Er hat hier eine LED, leuchtet rot, wenn er lädt, leuchtet grün, wenn er nicht mehr lädt. Oder hört auf zu leuchten, ich weiß es nicht. Man erkennt auf jeden Fall nur, ob er den Akku noch lädt oder nicht mehr lädt. Also man sieht jetzt nicht, ob er bei 10, 20, 30, 50% ist. Man sieht halt nur, er ist noch am Laden oder er ist fertig. Hat hier ein kurzes Micro-USB-Kabel, hängt das Ganze dann an sein Handy-Ladegerät oder Tablet-Ladegerät dran, Netzteil dran. Funktioniert, hat halt leider nur 500 mAh schon, beziehungsweise das heißt leider, so ein 16340er lädt man vielleicht besser sogar nur mit 500 mA. Bei einem 18650er würde ich gerne 1 Ampere nehmen, aber was soll's, lädt ja trotzdem, dauert dann halt einfach doppelt so lange oder ein bisschen länger. Und im Endeffekt, ob das jetzt 3 Stunden lädt oder 4 oder 5, ist mir im Endeffekt auch egal. Man ist ja doch recht selten in der Situation, dass man den Akku jetzt sofort auf 100% haben muss. Wenn ich längere Touren mache, ich benutze es zum Geocachen, dann kaufe ich mir eh 2 Akkus, lade die beiden morgens oder einen Tag vorher und dann ist die Sache gegessen. Und dann ist mir das auch egal, wie lange das dauert. Das Ladegerät hier hat 7,50 € gekostet bei Amazon. Wenn ihr Prime-Kunde seid, ist der Versand sogar umsonst. Ich mag das Ladegerät, wie gesagt, ich habe selbst für mich 2 Stück. Habe das im Urlaub immer dabei. Daheim habe ich ein besseres Ladegerät, aber für den Urlaub, wo man dann ein, zweimal die Akkus nachladen muss, ist das genau richtig. Und auch wenn man jetzt so als Einsteiger eine günstige Lampe hat, hat ein Akku dazu, lädt ihn vielleicht alle 2 Monate mal auf, dann völlig ausreichend so ein Ladegerät. Holt euch so was Einfaches, übertreibt es da nicht. Wenn ihr sagt, ihr benutzt die Taschenlampe täglich und müsst die alle 2, 3 Tage aufladen, dann kann man auch mal 20 € in ein besseres Ladegerät investieren. Ansonsten würde ich sagen, das reicht. Und auch bei der Lampe, wenn ihr einfach sagt, ihr wollt eine Lampe haben, die ihr irgendwie auch mal zum Geocachen benutzen könnt, die also auch ein bisschen Leistung hat, die hat im zweiten Modus 400 Lumen, das ist völlig in Ordnung. Wenn man da mal richtig Licht braucht, hat man 1000 Lumen. Oder als EDC-Lampe, wenn sie daheim rumsteht und man benutzt sie, um mal irgendwie im Computer reinzuleuchten oder im Keller. Einfach so eine Lampe, die daheim rumsteht und die man jeden Tag benutzt, weil man halt irgendwie mal irgendwo Licht braucht. Hosentaschentauglich würde ich sagen, ist ich schon eher nicht mehr, aber es gibt ja auch Leute, die so ein 4 Zoll Hinderer oder irgendwie große Taschenmesser täglich dabei haben. Von daher stört es vielleicht den einen oder anderen auch nicht. Mir wäre sie zu groß, kann aber jeder anders sehen. Lampe gibt es auch noch in Schwarz. Ich habe mich jetzt hier für das Titangrau entschieden. Sieht ganz gut aus. Macht auf jeden Fall keinen billigen Eindruck. Auch hier die Fräsung. Wenn die ganz billig wären, habe ich schon gesehen, dann steht da so ein kleiner Grat über. Ein bisschen ranzoomen. Das ist hier nicht der Fall. Also hier steht nirgends was über. Es fühlt sich alles sauber an. Saubere Übergänge. Die Gewinde sind völlig in Ordnung. Nicht hervorragend. Schulnote würde ich sagen 2 oder vielleicht sogar eine 2 plus. Der Knopf hinten ist okay. Könnte besser sein. Bei meiner Henko ist er besser, aber auch hier, die Lampe ist auch einfach deutlich teurer. Das ist kein Vergleich. Von daher würde ich sagen, insgesamt kriegt man hier, ich habe für das gesamte Paket aus, mit Taschenlampe, Akku und Ladegerät 30 € gezahlt mit Versand. Für Einsteiger also sehr interessant. Und die 30 € sind da wirklich sehr gut investiert. Auch gerade wenn ihr sagt, ihr interessiert euch eigentlich nicht für Taschenlampe und wollt was da haben, was ihr im Alltag benutzen könnt. Ich glaube, die Lampe ist auch ein bisschen wasserdicht. Also wenn ihr auch mal im Geocachen seid und es ein bisschen regnet, sollte kein Problem sein. Es gibt die Lampe mit 2 Lichtwärmestufen, sage ich jetzt mal. Einmal mit 4500 Kelvin. Das ist die hier. Ich mag dieses warme Licht sehr gerne. Und es gibt sie noch mit 6500 bis 7000 Kelvin. Also vermutlich dann im Schnitt 6800 oder 6750. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal 6500 Kelvin. Das wäre mir viel zu kalt, also das ist so ein weiß-blaues Licht. Ich finde das unnatürlich, ich mag das gar nicht. Die 4500 finde ich hier extrem angenehm. Meine Henko hat im Vergleich 5500 und das finde ich schon fast zu viel.
Da wäre es mir lieber, wenn sie 5000 Kelvin gehabt hätte, aber ich hatte da nicht die Wahl. Kommt man auch mit zurecht noch, also wenn ich nur die Lampe immer benutze jeden Tag, dann ist das okay, dann denke ich vielleicht hin und wieder mal, es ist ein bisschen zu kalt. Jetzt im direkten Vergleich fand ich das Licht von der hier deutlich angenehmer mit 4500 Kelvin. Also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, würde ich alle Lampen irgendwie mit 4500 bis 5000 Kelvin nehmen. Ich würde auf keinen Fall zu der 6500 Kelvin Lampe greifen. Wobei manche Leute finden das kalte Licht angenehmer und es ist anscheinend auch ein bisschen heller. Ich mag es trotzdem nicht. Ich finde das irgendwie nicht schön für die Augen. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr auf der Suche nach einer günstigen Lampe seid oder einem günstigen Gesamtpaket, dann schaut euch diese Convoy S3 mal an. Eine Bezugsquelle werde ich euch mal unten verlinken. Ebenso eine Bezugsquelle zu dem Akku, diesem Keep Power. Und eine Bezugsquelle zu dem Netz oder dem Ladegerät. Ich denke, mit 30 Euro macht man hier nichts falsch. Die Verarbeitung ist echt einige Nummern, oder entspricht einigen Taschenlampennummern oder teuren Taschenlampen. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, also wenn ich die hier im Laden sehen würde, in einem Outdoor-Shop, unter 40, 50 Euro dran stehen würden, dann würde ich denken, naja, ist doch okay. Mit einer 80 oder 100 Euro Lampe kann sie sich ja nicht mehr mithalten, aber das zahlt man ja auch nur 14,50 Euro. Da darf man jetzt nicht die Welt erwarten, aber man kriegt auch eine sehr gute Lampe für den Preis. Ja, das war es dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.